Herzlich willkommen zu Ihrer SHK-TV-Reportage. Diesmal sind wir mitten ins Ruhrgebiet gefahren, genauer gesagt zur ehemaligen Steinkohlezeche Ewald, Fortsetzung in Ohr-Erkenschwick. Hier ist das Magazin der Zeche zu einem der außergewöhnlichsten Ausstellungsorte in Deutschland umgewandelt worden. Die Bezeichnung Magazin mit dem Kürzel EF, das auf die alte Zechenbezeichnung hinweist, wurde direkt beibehalten. Denn dieses Magazin präsentiert heute nicht nur ausgewählte Sanitärmarken, wie zum Beispiel Axor, sondern auch Produkte rund um die gesamte Ausgestaltung von Räumen. Wir wollten aber natürlich wissen, warum man hier Axor als Partner im Sanitärbereich angesprochen hat. Wir arbeiten mit Axor jetzt schon seit mittlerweile 12 Jahren zusammen. Von Anfang an haben wir uns für die Partnerschaft entschieden, weil Axor auf der einen Seite einfach ein Markennamen ist, der von sich her schon einen großen Klang mit sich bringt oder einen großen Namen mit sich bringt. Und auf der anderen Seite, weil von Anfang an auch einfach das Produkt gestimmt hat und das Design gestimmt hat. Es fing bei Axor an, glaube ich, vor 25 Jahren mit der ersten Kooperation mit Philipp Stark. Letztes Jahr war das Jubiläum, 25 Jahre, haben wir auch bei uns ausgestellt. Philipp Stark, die Armatur. Und seitdem ist es immer wieder, dass Axor mit gewissen oder mit immer wieder mit neuen Designern zusammenarbeitet. Als Badplaner oder als Planer für, wenn man ein ganzes Bad plant, einfacher den Kunden das Produkt näher zu bringen, weil es halt immer wieder eine Designlinie ist. Man ist jetzt immer wieder verschiedene Designlinien mal und es steckt immer was dahinter. Axor kriegt es immer hin, mit den Designern zusammen ein Produkt oder Produktlinien zu erschaffen, bei denen sowohl der Designaspekt immer da ist, aber trotzdem man nie sagen kann, es spricht nur eine ganz kleine Masse an das Ganze. Und es ist Design verpackt mit, wie man das sagen kann, Massentauglichkeit. Das heißt, wir haben bei uns nicht klassischerweise in manch anderen Ausstellungen Dutzende Produkte ausgestellt oder 40 verschiedene Badkojen, sondern wir wollen dem Kunden etwas Besonderes bieten und das ist bei uns immer auch etwas beratungsintensiver. Das heißt, wir haben zwar mehrere Produkte ausgestellt, wir haben komplett Badkojen auch, die wir zeigen. Und deshalb gucken wir uns jetzt eine besondere Koje einmal an. So, hier sind wir in einer Koje im Loftstil. Da möchte ich Ihnen zeigen, dass wir mit wenig Aufwand im Farbbereich von Axor sehr viel erreichen können. Wir haben eine sehr puristische Koje, haben aber einfach in der Koje nur den Farbton Brush Black Chrome gewählt und so hat man eine ganz andere Wirkung von dem ganzen Badezimmer. Wenn man sich die Koje komplett in Chrom vorstellt, hat es eine andere Wirkung und somit haben wir sowohl die Showerpipe, die Armaturen und auch die freistehende Wandarmatur in der Sonderoberfläche. Nun ließen wir uns aber noch weitere Axor-Highlights in der Ausstellung zeigen. Hier sieht man direkt den Unterschied zwischen dem vorherigen Farbton Brush Black Chrome auf diesem Farbton Polished Red Gold. Somit hat man direkt einen Übergang von dem sehr rustikalen Loftstil zu einem komplett edlem Design, was ganz anders wieder auffällt und ganz anders ins Auge sticht. Wie man weiß, steckt hinter Axor die Hans Gruhe Group. Somit ist auch das Thema Service sehr groß geschrieben. Für uns als Verkäufer oder auch Installateure ist es immer super, dass sowas, so Themen wie ein Meisterservice dahinter steht, dass man Ersatzteile sehr schnell bekommt. Man hat immer eine sehr große Unterstützung, wenn es mal Probleme mit den Sachen gibt und es wird einem immer geholfen. Und das Zweite ist, Axor spricht immer viel über Design, aber es ist auch immer die Qualität vorhanden. Um dies dem Kunden selber zu zeigen, haben wir bei uns in der Ausstellung einen kompletten Brunnen von Axor und Hans Gruhe im Betrieb. Und um das zu zeigen, kann der Kunde wie hier zum Beispiel den Showerheaven auch mal bedienen und sieht somit auch die Qualität des Wasserstrahls an sich. Natürlich soll im Magazin auch Beratungen zum Abschluss gebracht werden. Wie das den Verantwortlichen gelingt? Geschäftsführer Jessa Fahrful hat einen weiteren Baustein zum Magazin hinzugefügt. Das Hauptthema, warum ich eine Gastronomie hier gemacht habe, war, meine damaligen Gespräche war immer so, dass ich halt sehr spät abends, meine Kunden hatten auch nur abends Zeit im Bereich der Termine, Beratung. Was ich damals immer gerne gemacht habe, ist, wenn die Kunden kamen, Essen bestellt und beim Essen halt die Planung gemacht. Das Beste geht immer
nach dem Essen, da kann man sich entscheiden und so weiter. Und da haben wir gesagt, dass für uns wäre es halt sehr gut durch die Schulungsräume. Wir haben sehr viele Handwerker, sehr viele Außendienstleute. Wir brauchen hier eine Gastro. Und da kamen wir halt dazu und haben uns entschlossen, einen Burgerladen zu machen, der in der Ausstellung ist, wo die Leute natürlich auch beim Essen in die Ausstellung reingucken können. Das heißt, die Leute, wenn die hier essen, da kriegt der eine vielleicht eine Idee und sagt, oh, das gefällt mir, das will ich gerne haben. Und so haben wir dann praktisch, wenn man so sagen kann, zwei Fliegen mit einer Klappe. Einen Kunden, den man nicht vorher geplant hat, kommt vielleicht rein und hat dann praktisch nochmal so ein Feedback oder eine Information oder eine Beratung. Und so kann man dann praktisch bei uns hier von der Ausstellung in der Gastro kommen. Wir geben uns sehr viel Mühe, das Beste für den Kunden, Beratung, Service zu machen, wie es im Job dazugehört. Ja, das war unser Besuch im Magazin in Ohr-Erkenschwick. Wenn Sie einmal in der Nähe sind, schauen Sie einfach mal vorbei. Es lohnt sich wirklich. Wir sagen danke für die Führung und die ausführlichen Informationen rund um den German Design Award Gewinner 2020 an Jessa Fallfuhl und Dustin Mahlhofer. Das war's für heute. Morgen gerne wieder reinschauen. Dann gibt es hier Ihren SHK TV Markt.